Hallo und willkommen zurück bei The Witcher 3. Jemanden haben wir schon überredet. Söldnertrupp. Ich gehe lieber zum Söldnertrupp. Also nicht lieber. Ich lasse dem armen Mann seine Familie. Also bei seiner Familie bleiben. Breitzeitgestellte, ja. Super. Gibt es etwas? Zeugenschnaps, weiße Möwe. Überlegener Nordwind? Querit. Perfekt. Okay, das wäre geschafft. Dann. Ach ja, die Höllentrollleber. Und dann das hier. Okay, das hätten wir auch. Bevor ich es vergesse, dann gehen wir zur Meditation. Meditieren bis zum nächsten Morgen. Damit wir ausgeruht und voller Tatendrang zurück an die Arbeit gehen können. Was? Nein, verdammt. Ich wollte plötzlich rufen. Moment. Öffnete. Nein, Panzerknacken. Ja, das Haus des toten Mannes. Gut, okay. Das ist 300 Meter in dieser Richtung. Nee, eben das hier ist 600 in dieser Richtung. Los, 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 los. Schnell, schnell. Hopp, 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 hopp. Hopp, 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 hopp. Da kommt plötzlich auch schon angeritten. Los geht's! Jihot, mein kleines Pferdelein. Ich glaube, Pferdelein ist falsch. Es sollte Pferdchen heißen, oder? Bin kein Pferdezüchter. Also von dem her. Moment. Hat er gerade eine Mittagserscheinung? Vielleicht auch nur geehrt. Andererseits eine Mittagserscheinung um 6, fast 7 Uhr morgens. Ja. Hoffentlich regnet es zur Erntezeit dieses Jahr nicht. Ah, nicht so. Ich dachte, sie wollte sagen, hoffentlich regnet es zur Erntezeit dieses Jahr. Verdammter Ziegenficker! Los, meine Lieben, an die Arbeit! Tut mir leid, ich habe kein. Ich sitze hier auf. Los, los! Okay, einmal sind sie. Vorhin waren sie noch zu zweit und jetzt schon zu dritt? Egal. Rein da und Hallo sagen. Wäre von. Nee. Hans von. Bist du Quinto? Ja, höchstpersönlich. Mit wem habe ich die Ehre? Heda! Das gefällt mir nicht. Hexer, bleib gefälligst vom Käfig weg, klar? Du drohst mir, um Geld zu sparen und schmiedest Ränke mit meinem Gefangenen? Schluss damit! Was hat er getan? Womit ist er euch denn auf die Zehen getreten? Uns nicht. Er hat ein paar Bankiers besorgt, die wollen jetzt seinen Kopf sehen. Gegen Gold. Und da Meister Hans von Ziderris so geschäftstüchtig ist, hat er mich geschnappt und will die Belohnung. Hat dir jemand das Wort erteilt? Halt den Rand! Also ohne Quinto gehe ich nicht. Ich brauche Quinto. Lebendig. Und ich brauche Geld. Jede Menge. Gut, dass mir egal ist, wer mich bezahlt. Du oder die Bankiers? Ich sag ja, äußerst geschäftstüchtig. Und ich sage, halt den Mund. Hör auf, dazwischen zu quatschen. Wo war ich? Richtig. Ich soll ihn gehen lassen? Bezahl. Zum Spezialtarif.
Du hast mich geplündert. Jetzt bin ich dran. Treffen wir eine Vereinbarung? Du führst darauf, ich komme wieder. Wie wär's mit deiner Party, Gwent? Rauskaufen? Das ist doch für Langweiler. Warum spielen wir nicht um Quintos Freiheit? Warum nicht? Wenn du verlierst, kostet sein Kopf aber das Doppelte. Abgemacht? Abgemacht. Zum Teufel. Von mir aus. Ich drücke die Daumen. Also gut. Ja, sollte passen. So wie immer. Okay, dann... Okay. Ich glaube, es war nicht so gut, aber egal. Skoyatel, aber ich glaube, das ist auch der einzige, den sie einsetzen können, oder? Mein Gegner passt. Umso besser, dann setzen. Die hier und nehmen. Gut, 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 gut. Eine scheiß Nebelkarte. Du bist am Zug. Ha, zum Glück hat er nichts. Ah, das sind ja die Karten, nicht die Menge Angriffspunkte. Gut. Aber zum Glück bei jemandem, der noch nichts hat. Okay. Ich habe Angst, was er machen könnte. Wir machen es hier, denn hier wird es nur 8 geben, hier 10. Das bringt am meisten. Genau das habe ich erwartet. Ich weiß doch, wie meine Pappenheimer funktionieren. Diese Karte hier.
So, den wähle ich aus und was passiert? Nichts. Bis jetzt. Nur noch zwei Karten. Ich hoffe, mein Plan geht auf. Gut. Hey. Okay. Mein Gegner passt. Gut zu wissen. Setze diese Fähigkeit ein. Es sollte noch zu schwach sein. Aber mal sehen, wie es jetzt aussieht. Gewonnen. Ich passe auf. Rechnen wir es auf. Ich habe gewonnen. Ungeschickt, Hans. Ein Tretogor-Manöver mit solchen Karten? Bring ihn weg, bevor mir der Kragen... Ja? Aber wie bist du... Grete, gestern. Ich habe auf einen ruhigen Augenblick gewartet. Der Hexer war schneller. Das war meine Arbeitsprobe. Also, sag mir, wozu brauchst du mich? Ich habe Arbeit für dich. Der hat sein Handwerk bewiesen. Du müsstest mir etwas öffnen. Nicht so klein wie ein Käfig. Klingt interessant. Lass die Details hören. Geh zum Kräuterkundler bei Ochsenfurt. Klopf an und frag nach Schafgarbenextrakt. Okay. Benutze deine Hexensinne, um den redanischen Soldaten zu belauschen, die durch Ochsenfurt patrouillieren, um zu erfahren, wo sich der Koch befindet. Gut, machen wir. Wir hatten auch eine Abmachung. Je länger es dauert, desto schlimmer. Beweg dich! Radovid hat uns eine Woche zu spät bezahlt. Er wollte uns auch. Ja, Radovid hat zu spät bezahlt. Donnerwetter! So. Ja, hier sind wir richtig. Super, und jetzt können wir nur noch im Schrittentempo vorwärts kommen, also im Schneckentempo. Yeah, husch. Ah, diese Wappen mit dem Adler, dem redanischen Adler, der ein bisschen aussieht wie ein Gockel. Gut. Weißhaar, hast du meine Waren schon gesehen? Was werde ich von euch erfahren? Hauptgefreiter Wenzel, wie ist dieser Arsch eigentlich bei uns gelandet? Er hat sich freiwillig gemeldet. Je schneller unsere Jungs die Schwarzen schlagen, desto schneller sind sie wieder zu Hause. Ist der verrückt oder was? Ganz bestimmt. Nachweislich geisteskrank. Hat wohl die Tests nicht bestanden. Aber Geld zahlen, um in die Armee eintreten zu dürfen? Ich dachte, ich hätte schon alles erlebt. Nichts über den Koch. Gut, vielleicht jemand hinter? Also, hinten dran? Dieser nilfgaardische Kaiser kann mich... Bei den Titten einer Mittagserscheinung! Du bist ja ein größerer Lumpen! Ja. Muss mich hier drauf konzentrieren. Was werde ich von euch erfahren? Dieser, Horst Borsody... Hat er eigentlich eine Tochter? Warum fragst du? Ach, tja, ich denke nach. In so eine Dynastie einzuheiraten, das wäre ein Leben in Saus und Braus. Ich rate dir, dich lieber nicht für die Borsodis zu interessieren. Warum denn nicht? Das bringt nur Ärger, mein Freund, nur Ärger. Nichts von Interesse. Okay. Ah, da vorne. Was werde ich von euch erfahren? Fischeintopf zum Abendessen. Wirklich? Wer hat dir das gesagt? Niemand. Okay. Was kann ich dafür? Niemand.
Heute Morgen bin ich durchs Westtor gekommen. Hab Martin am Pier gesehen, mit einer Angel in der Hand. So ein Koch ist ein echter Schatz. Er jammert nicht über die knappen Vorräte. Er tut was, um unsere Mahlzeiten aufzubessern. Wenn er nur mit dem Knoblauch etwas sparsamer wäre. Der Pier beim Westtor sollte leicht zu finden sein. Okay, 200 Meter in die... Ja, und jetzt bleibt sie stehen. Okay, das haben wir gleich. Wie läuft das Geschäft? Alles in Ordnung? Weiß Haar! Ja, alles zu mir! Zu mir! Aha, waren die ich habe eine narrensichere Methode, Hexen Almosen für die Armen! Hexen zu exorzieren, bla bla bla, tralala. Gucke die Gurk, bla bla. Du wirst ersticken. Treib von Stahl. Ich hoffe, dass ich das schon gehört habe. Also zuerst speichern wir. Das muss der Koch sein. Martin, sieht so aus. Guten Tag. Beißen die Fische? Ja, tun sie. Was ist mit dir? Wie bitte? Ich habe hier diese Mixtur. Ich bezahle dich, damit du sie in der Garnison in die Suppe der Jungs schüttest. Auf mein Signal. Ist nichts Gefährliches. Sie werden denken, dass der Fisch nicht ganz frisch war. Das wird teuer, Freundchen. Ziemlich. Na schön, ich zahle. Gut. Hier. Warte auf das Signal. Und kein Wort zu niemandem. Kapiert? Gut. Das hätten wir erledigt. Wir haben doch erst vor kurzem eine... Nein. Du wirst ersticken. Hierhin gebracht. Wir haben jemanden hierhin gebracht. Ist sie noch da? Ein Mädchen. Nein, sieht nicht so aus. Oder vielleicht drin? Nein. Okay, schade. Wäre ein netter. Ja, nach Zeitvertreib. Wo? Wo ist alles etwas sauberer? Keine Ahnung. Was ich sagen wollte, ist, ja, wir müssen zurück zum Dings. Und es wäre nett gewesen, ja, wenn wir, da wir sie ja vor diesen drei, ich glaube, es waren drei Rüpeln beschützt haben, dass sie da wäre und zum Beispiel sagt, hey, hallo Geralt, wie geht's dir? Irgendwie so etwas in der Art. Hallo. Okay. Bis dann. Mit ihm müssen wir nicht reden, zum sagen, wir brauchen Ziegs Gallen Zeug. Gut. Aber zuerst wird Speichern fehlgeschlagen. Und das Halsgeschmeide der Gräfin Yvonne von Lahn Exeter, das warst du, oder? Oh ja. Ich bin an einer Dachrinne hoch und in ihre Schlafkammer. Ha, ich wusste es, ich wusste es. Ah, endlich sind wir alle hier. Wir können anfangen. Dieser Raub ist kein Spaß. Wer Zweifel hat, soll uns jetzt verlassen. Danach geht es nicht mehr. Das Ziel ist das Auktionshaus der Borsodis, vielmehr dessen Schatzkammer. Eveline, du gehst durch den Turm rein, wenn die Wache um diese Ecke biegt. Lass ein Seil runter. Wir müssen innerhalb von 5 Minuten drin sein. Schaffen wir das? Reicht locker. Wunderbar. Durch den Turm gelangen wir ins Auktionshaus. Darin erwarte ich keine Wachen. Wenn welche da sind, haben wir Geralt und seine Schwerter. Dann runter in die Schatzkammer. Quinto bricht das Schloss auf, wir gehen rein, holen die Beute und verschwinden hinten durch einen Geheimgang. Das wär's. Habt ihr Fragen? Kein Plan B, was, wenn etwas schief geht? Alles gut und schön, aber was, wenn etwas ernstlich schief geht? Dann ist jeder auf sich gestellt. Einfach so? In diesem Geschäft ist kein Platz für Freundschaft. Okay.
Gibt es drinnen Sicherheitsvorkehrungen? Weitere Sicherheitsvorkehrungen. Fallen. Gibt es da drin sowas? Auf was müssen wir achten? Nichts besonders Gefährliches. Hier im Erdgeschoss ist ein Seil mit der Turmglocke verbunden. Wenn die einer läutet, sind wir in Schwierigkeiten. Wie sollen wir das verhindern? Indem keiner am Seil zieht. Ich sagte ja, das Auktionshaus dürfte leer sein. Ich rechne nicht mit Problemen. Was ist mit der Schatzkammer? Wie ist die gesichert? Mit einer Tür. Aber damit dürftest du zurechtkommen. Weitere Probleme beheben wir, wenn sie sich ergeben. Sonst noch was? Wieso gehen wir nicht durch den Geheimgang rein? Dachte ich mir vorhin auch, aber okay. Gesundem Menschenverstand zufolge. Dieser Geheimgang. Warum können wir da nicht rein, wenn wir dadurch raus können? Prima Frage. Warum nicht? Jeder Korridor hat zwei Enden, nicht? Wie ein Seil. Bei diesem kenne ich nur das eine Ende, in der Schatzkammer. Das andere liegt irgendwo unter der Stadt, aber ich weiß nicht wo. Toll. Wenn ich wüsste, wo er wäre, bräuchte ich euch alle nicht. Glaubt mir, ich habe ihn gesucht. Oft genug. Sonst noch was? Nö, dann ab an die Arbeit. Na schön, machen wir uns an die Arbeit. Ich will es schnell hinter mich bringen. Wir treffen uns im Torweg neben dem Turm wieder. Punkt Mitternacht. Und jeder passt auf, dass ihm keiner folgt. Ich gebe dem Koch in der Kaserne Bescheid. Wie wäre es mit Masken? Es gibt keine Stadt im Norden, in der keine Steckbriefe mit meinem Gesicht aushängen. Ich kümmere mich darum. Ah, eins noch. Informiert auch nur einer die Stadtwache. Oder wird ihm so redselig. Töte ich euch. Eigenhändig. Ich sage, wir gehen zusammen hin, jetzt. Wenn du so einen Schiss hast, dass jemand redet, dann gehen wir eben zusammen hin, jetzt. Einwände? Braucht jemand noch Zeit? Dann mal los. Fangen wir an. Großartig. Nur eine Patrouille. Deine Mixtur muss gewirkt haben. Eveline, bist du bereit? Soll das ein Scherz sein? Na klar. Drei, zwei, eins. Freie Bahn. Los mit dir. Scheiß Stadttauben. Wieder alles vollgekackt. Was? Euch Ratten zeigt's. Patrouille macht kehrt. Eine Minute. Los! Okay. Ruhm dir, Militele, heilige Mutter, bewahre uns. Aber habe ich da gerade jemand von der Stadtwache? Und gerade bei der Treppe war doch jemand. Da, da unten. Genau. Scheiß Taugen. Wenn ich mich recht entsinne, sagtest du, drinnen wäre niemand. Mein Informant lag wohl falsch. Das ist alles? Ich hab mir fast den Hals gebrochen. Du wusstest, worauf du dich einlässt. Jetzt ist keine Zeit zum Streiten. Stimmt, jetzt gibt es kein Zurück.
Wir streiten später, verlass dich drauf. Stimmt, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Sehe ich auch so. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Wir müssen da durch, was auch passiert. Kluge Worte. Eine Wache könnte auch viele mehr bedeuten. Du solltest dein Schwert ziehen. Nein. Und nun? Niemand stirbt. Das habe ich von Anfang an gesagt. Na schön. Zieht eure Masken über, dann gehen wir. Geralt? Ah, gut. Okay. Zwergenschnapp. Was ist das? Die Briefe müssen alt sein, wenn man sich das Band so ansieht. Liebesbrief. Uiuiui. Ja, ja, das. Das rot ist, ist es vielleicht von Bedeutung. Moment, das schauen wir gleich. Hier, Liebesbrief. Kommentar. Artikel zusammen mit dem Rest des von E Anwesens erworben. Zur Auktion gestellt, Startpreis eine Krone. Keine Gebote. Meine Liebe, gib nicht auf. Es ist noch eine Woche hin, bis zu den Ophirer Hochzeiten sollten. Bis du den Ophiren heiraten solltest. Ich denke mir etwas aus. Vielleicht bekomme ich bis dahin das Geld, vielleicht überzeugen meine Tränen deinen Vater, vielleicht erhören die Götter unsere Gebete, und falls nicht sie, dann vielleicht irgendein Teufel. Wenn es nicht anders geht, werde ich durch das Fenster in den Tempel springen und dich vom Altar fortreißen. Wir fliehen an einem weit entfernten Ort an dem Rand der Welt, wo uns niemand finden wird. Du schreibst von Traurigkeit, auch ich spüre ihre Schwere. Ich denke ständig an dich, daran, wie wir bei einer Flasche Wein bis zum Morgengrauen bei der Akademie saßen und du unser Traumhaus in das Segmel auf dem Boden gezeichnet hast, daran, wie wir an den Docks unsere Füße ins Wasser hielten und ich gar nicht aufhören konnte, über deine schlüpfrigen Lieder zu lachen. Uhu. Ich küsse das Medaillon mit deinem Bild, bevor ich schlafen gehe und nachdem ich aufwache. Ich schwöre dir bei allem, was heilig ist, wir werden für immer zusammen sein. Bleib tapfer, ich liebe dich. Dein O? Everick? Von Everick anwesend? Das Olgier von Everick? Das war wahre Liebe. Das war Olgier von Everick. Können wir mit denen reden? Mhm. Ja, Geralt? Gut, aber bevor wir runtergehen, zuerst mal eine kleine Pause. Also, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.